Hallo und herzlich willkommen zum 85. Let's Play Minecraft Pocket Edition und diesmal sind wir wieder allein ohne 9502 und VIP 1992 und ja, ihr habt ganz viele Themen geschickt, also ein paar zumindest, und da habe ich mir jetzt mal eins rausgesucht. Also manche waren noch sinnlos, deswegen manche davon werde ich mal drüber reden. Manche waren aber halt, wie gesagt, sinnlos und da, oder weiß ich halt nicht so richtig, was ich darüber reden soll. Die werde ich dann nicht erwähnen, werdet ihr schon mitbekommen. Ich habe mir drei rausgesucht, über eins können wir heute schon mal reden. Und zwar hat einer reingeschrieben, dass ich mal über meine Favoriten-Apps reden soll. Und, ja. Ehrlich gesagt, ich habe nicht so viele Favoriten-Apps, also es hält sich in Grenzen, sag was mal so. Auf jeden Fall meine Favorite-App ist auf jeden Fall Minecraft PE. Ist irgendwie logisch, weil ich davon ja auch Let's Plays mache. Und ich finde es einfach irgendwie ziemlich geil gemacht, oder generell halt Minecraft, aber ist ja keine App dann, Minecraft, aber Minecraft PE halt. Und ich finde es halt ziemlich geil, dass man einfach bauen kann, was man will, solange es halt mit Blöcken ist, also man kann trotzdem halt Häuser bauen, wie man lustig ist und eigentlich alles machen halt, wie man will. Und da die sich das ausgedacht haben, der Notch und so, das sind schon Genies. Und ja, ist halt ziemlich geil. Und jetzt Minecraft ist auf jeden Fall eine meiner Favorite Apps. Wenn wir es mal eigentlich sagen sollen, wir können einfach Deutsch sagen, Favoriten Apps. Und ja, was ist noch eine Favoriten-App, sag ich mal so. Disc Recorder, seit neuestem, weil damit kann man Let's Plays machen. Also erstmal alles, was mit Let's Plays zu tun hat, weil dank diesen muss ich keinen Jailbreak machen und kann ja einfach aufnehmen. Erst einmal wissen will, es wird DISP und Recorder geschrieben, haben mich jetzt ganz viele schon gefragt, wie ich aufnehme. Könnt ihr euch downloaden, ist jetzt normalerweise kostet 7,99, ich glaube, das ist gerade runtergesetzt im App Store. Ja, schaut es euch einfach mal an. Dann, was haben wir noch? Ich finde Skype noch ziemlich geil, weil ist halt einfach kostenlos telefonieren, Internettelefonie. Und was aber der Nachteil ist halt, dass wenn man telefoniert, manchmal leckt das ganz schön und alles, also es hat schon Nachteile gegenüber anderen Internettelefonien. Und ja, was gibt's noch? So, muss man ganz kurz überlegen, was ich noch für Apps habe. Was ich auch noch eine geile App finde, ist EpiGeek und News Republic. Das sind zwei Apps, die sind so News. Und EpiGeek ist halt Technik News. Und da ich ja am Let's Play manchmal über Technik rede, ist das schon ziemlich praktisch. Und auch so erfährt man da das Neueste und so, als die neuesten Neuigkeiten von Technik und so. Alles, was halt mit Technik zu tun hat, Spiele, Tablets, Smartphones, Android, Apple, was weiß ich, alles eigentlich. Und kann man sich halt auch selber einrichten, die Themen, die man haben will. Wenn man jetzt zum Beispiel eher Apple mag, kann man Apple nehmen und iPad und iPhone. Wenn man jetzt aber eher Android mag, dann kann man sich halt Android-Themen raussuchen und sowas alles und Google und was weiß ich. Also man kann sich das halt selbst zusammenstellen, wo man Nachrichten von bekommen will. Und das Prinzip finde ich eigentlich ziemlich geil gemacht und so. Also ist auch eine von meiner Favoriten-Apps. Und da halt noch von den gleichen Machern News Republic, also die App gerade eben war EpiGeek, APPY GEEK, wer das jetzt nochmal wissen will, weil das ich mal anschauen will. Ich kann es nur empfehlen. Und dann, was haben wir noch? Ah ja, News Republic, halt von den gleichen Herstellern, Machern, keine Ahnung. Auch so, dass man halt sich selbst zusammenstellen kann. Das gleiche, bloß das nur News, nur Neuigkeiten aus aller Welt und halt nicht Technik. Also, wenn man will, kann man auch Technik nehmen, aber nicht nur Technik. Und, ach, das sieht so leer aus. Mach das mal eben. Dann, was gibt's noch für geile Apps? Also ich habe ziemlich viele, ich habe jetzt am Anfang zwar gesagt, dass ich eigentlich nicht so richtig eine habe. Also ich habe halt nicht so richtig eine Favoriten-App,
Ich habe viele Favoriten-Apps. Dann zum Beispiel noch AppTicker HD. Das ist auch ziemlich geil. Da erfährt man immer, was für Apps gerade runtergesetzt sind oder kostenlos sind oder so. Und kann halt auch Apps beobachten und so. Also auch ziemlich praktisch. Dann noch. Ah, ist gerade alles irgendwie doof. Mist. Dann haben wir noch. Was benutze ich noch oft? Dropbox. Ist auch ziemlich geil. Ist jetzt nicht nur eine App eigentlich, aber ich finde es halt ziemlich cool. Dann kann man auch Videos, wenn ich mit meinem Handy jetzt Videos aufnehme, weil es eine bessere Kamera hat oder so, kann ich das schnell aufs Tablet machen und alles. Und das ist halt ziemlich geil. Und dann halt ist ja eigentlich wie iCloud, bloß dass man das halt auch für Android machen kann. Und wenn man jetzt ein Android-Handy hat und ein iOS-Gerät, also Tablet von mir aus, wie ich es jetzt zum Beispiel habe, dann ist das ziemlich praktisch, weil man nicht nur iCloud, geht ja nur für iOS-Geräte und deswegen ist das auch ziemlich praktisch. Dann gibt's überhaupt noch eine? Das war's eigentlich schon von meinen Favoriten-Apps. Muss ich überlegen. Moment, vielleicht fällt mir noch was ein. Na, Facebook und Twitter, aber das zähle ich jetzt einfach mal nicht zu den Apps, weil es ja eigentlich nur soziale Netzwerke sind und so. Denke ich mal, kann man nicht dazu zählen. Und dann noch eigentlich, ja, das war's eigentlich. Was es gab, oder was meine Favoriten-Apps sind, der das wissen wollte, der hat es jetzt herausgefunden. Ja, aber wenn das mal interessiert, der kann die Apps mal suchen. Ich hoffe, ihr habt es immer verstanden, wie die Apps heißen und so. Ich kann es ja nochmal sagen, also EpiGeek, dann Neos Republic, NEWS, ich spreche das immer so komisch aus. Also halt wie Neuigkeiten auf Englisch, Neos. Ach Mist, ich wusste es, ich habe irgendwas gehört. Ah, Mist. Mist, ich habe schon nichts dabei, na egal. Scheiße. Es ist doof, dass man den Knall dann hört bei iOS. Also News Republic, AppTicker HD und dann noch, was war es noch? Ja, Disp Recorder und halt Minecraft PE. Ich denke, das könnt ihr einfach mal in dem Titel dieses Videos gucken, weil das ist ja irgendwie das Spiel. Haha. Also ich finde das Prinzip von Minecraft einfach so geil gemacht. Also es ist so simpel eigentlich, sowas sich auszudenken. Und trotzdem haben die, also ich denke, dass die damit angefangen haben. Mit so einem Spiel und wer sich das einfach ausgedacht hat, das ist so genial, finde ich. Schreibt mal in die Kommentare, was eure Favoriten-Apps sind. Und diskutiert mal ein bisschen darüber, wie ihr die Apps findet, die ich mag. Und ja, ihr könnt doch mal in die Kommentare schreiben, ob ihr die Apps auch habt, die ich habe. Also ich denke mal, Minecraft PE haben viele. Und Disp Recorder vielleicht auch. Wer jetzt Let's Plays macht. Für die nächsten Let's Plays haben wir jetzt auch schon Themas. Die will ich jetzt noch nicht verraten. Es geht auch um Apps. Eine davon war schon dabei. Und ja. Ich weiß jetzt nicht, wie lange wir noch an unserem Hochhaus brauchen. Ich hoffe, dass es nicht mehr so lange dauert. Und dass wir dann bald mal was Neues anfangen können. Ihr könnt schon mal in die Kommentare schreiben, was wir Neues bauen sollen. Und ja, eigentlich wollte ich ja die NPC-Village, aber ich bin mir noch nicht so sicher. Ihr könnt halt erstmal in die Kommentare schreiben, was ihr euch noch überlegt habt, was euch gerade so ganz spontan einfällt, was wir noch bauen könnten. Und dann werde ich das vielleicht auch bauen. Das ist jetzt praktisch an so einem Let's Play, dass das jetzt nicht nur ein Video ist oder so, sondern dass es halt viele Videos sind und dann kann man immer, ja, sage ich halt irgendwas und ihr sagt irgendwas und ich kann es bauen. Und dann ist unsere Zeit auch schon wieder vorbei und haben wir das doch schön rumgekriegt, habe ich schön mal was geredet. Mist. Komm, das brauchen wir hier, ne? Das ist sinnlos. Brauchen wir vielleicht mal irgendwo. Ne, ich hab zu viel gemacht. Das brauchen wir ohne.
Ich schmeiß mal dahin. Mist. Ja, okay, das Ende brauche ich ohne. Jetzt, gut. So. War hier nicht gerade noch eine Spinne? Ach, da hinten. Ja, also ich verabschiede mich und sage tschüss bis zur 86. Folge. Ich hoffe, wir sehen uns dann wieder. Gebt dem Video einen Daumen hoch, würde ich mich sehr freuen. Und ihr könnt auch mal auf den Abonnier-Button da oben drüber klicken. Ja, guckt mal über das Video und genau darauf, ja. Ja, das war's dann für diese Folge. Und ich sag dann mal tschüssli.